fahren. Ja, wir werden was probieren, gemeinsam mit den Holländern. Wahrscheinlich haben wir den Ungarn dabei. Werden wir bei Kilometer 20 versuchen, einmal wegzukommen. Naja, so 3-4 Minuten sollten sie schon haben vor dem letzten Berg, denke ich mal. Aber die Jungs wissen, wie man auf den verwinkelten Radwegen attackiert. Ich glaube, das könnte schwer werden. Welche Jungs? Fürs Feld. You, my friend. You. Nein. What are you doing there? We're gonna take it easy today. Just take it easy for today. Schwaben ist das kein Problem. Die sind es gewöhnt. Da wird er erst warm. Jetzt geduscht, im Bett liegen, Decke im Anschlag, Fernbedienung in der Hand, einen warmen Kaffee. Dann könnte man es aushalten. Das sind die Träume, die einen motivieren, ins Ziel zu kommen. Die ganze Woche. Die ganze Woche. Ich glaube, wenn ich nicht bei der Big Break wäre, dann wäre ich nach einer halben Stunde abgestiegen. Das ist kein Wetter zum Radfahren. Mit knapp 5 Minuten Rückstand auf den Tagessieg von heute.
Ich glaube, der schlimmste Tag, den ich je erlebt habe, als Etappe. Danke. Heieiei, kalt. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Voll krass. Heute war es echt brutal heftig. Konnte ich reinsetzen? Das muss man jetzt, glaube ich, unter dem Motto Willensschulung oder so abhaken. Und einen Platten. Heute ist das Wetter und oh, ich hatte heute Morgen auch keine Regenjacke an. Klar, selber schuld, aber es bringt seinen Teil dazu bei. Aber so werden aus 100 Helden 100 Legenden. Das war eine lange Etappe heute. Bis deppert. Die Kälte, meine Zehen, die spüre ich überhaupt nicht mehr. Alle Tage bis härter, statt leichter. Lang, nass, kalt, aber jetzt scheint die Sonne. Der liebe Gott, ist uns gnädig, wenigstens am Ziel. Das war saugeil, auch wenn es jetzt arschkalt war, aber jetzt hier die 6,5 Stunden im Regen, das war einfach affenstark. Saugeil. Es gibt kein schlechtes Wetter, es ist ein bisschen Regen. Es ist ja ein bisschen kalt, im Winter ist ja nicht warm und fährt man raus, oder? Sonst müsste man Schachsport ausüben. Mein Gefühl, das hat mich eigentlich zu selten. Oder Tipp-Kick.